wo sind wir nur hier wieder gelandet? Es geht tatsächlich heute um den guten alten Bananatoon. Der hat ein Problem. Und zwar, wir müssen ihm immer mithelfen, irgendwie irgendwelche Wege zu bestreiten. Und da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, diesen Baumstamm zu entfernen. Und zwar, indem wir einen Vogel rufen oder indem wir die Schaufel verwenden. Also würde ich vielleicht erstmal den Baumstamm erstmal so anklicken. Und dann entsteht dort eine kleine Tippsituation. Ich glaube, mit dieser Vogelstatue wurde uns symbolisiert, dass wir den Vogel nehmen sollten, der dann vorbeikommt. Und es ist kein normaler Vogel, sondern es ist ein Specht, der tatsächlich den Baumstamm entfernt hat. Und das, meine werten Damen und Herren, ist ein riesiger Bär. Beim riesigen Bär bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze also der sieht ganz schön knurrig aus, dem seine Zähne glänzen sogar so ein bisschen. Wir sollten ihn vielleicht einfach mal eine auf die Mütze hauen. Einfach mit ein paar Boxhandschuhen. Komm, hau ihn einen drauf. Los, komm! Auch ganz komische Situation. Ich habe aber dafür eine Trophäe bekommen. Das heißt also, in diesem Spiel kann man tatsächlich auch eine Trophäe suchen. Und das Problem bei diesem Spiel ist natürlich wie immer, dass wenn wir verlieren, müssen wir natürlich wieder von neu anfangen. Das bedeutet also, wir sollten am besten nie die falsche Lösung auswählen. Der Bär ist da. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Trank hier, trinken den Trank und werden zu einem super starken Typen, der den Bär dann tatsächlich weghauen kann. Klasse. Das bedeutet also, oh oh, wir sind jetzt irgendwie dünner geworden. Der Trank hat anscheinend irgendwie so eine komische Situation bei uns rausgebracht. Und ich denke, da kann nur ein Burger helfen. Ein leckerer Riesenburger. Oh mein Gott, yeah! Komm, iss ihn auf, Mann! Oh, wie lange willst du den denn jetzt essen? Oh nein, er hat sich vorgestellt, das ist nur... Oh nein! Er hat gedacht, es ist ein Burger. Doch in echt war es nur ein Stein. Oh... Wie wäre es, wenn wir einfach auf dieses Zombie-Ding drücken? Dann kommen wir tatsächlich in eine andere Welt, und zwar in die Zombie-Welt. Und die Zombie-Welt sorgt dafür, dass wir so tun, als ob wir auch ein Zombie wären. Oh mein Gott, wir laufen jetzt mit den anderen Zombies so zusammen und die merken nicht mal, dass wir auch ein Zombie sind. Oh wow, das ist so lustig gemacht. Cool. Jetzt wird es aber langsam eng, muss ich sagen. Wir laufen durch und sind inzwischen an einem Tempel angekommen. Ein Tempel, der anscheinend zwei Möglichkeiten hat. Entweder zwei Augen oder... Oder einfach die Tür, die sozusagen aufgeht. Ich würde sagen, wir nehmen die Tür, die einfach aufgeht. Machen die Tür einfach auf. Komm schon. Und nein. Nein. Wir nehmen die Augen. Wir drücken auf die Augen drauf. Oh, what? Wir wurden einfach nach hinten geschmissen. Das war beides falsch? Oh, nee. Okay, dann müssen wir anscheinend jetzt wieder ins Spiel reingehen und bis zu dem einen Ding da wieder kommen. Okay, bis gleich, Leute. Ha, ich habe mir auch vielleicht überlegt, ja, vielleicht ist es ja beides falsch gewesen, oder? Was passiert, wenn wir jetzt hier zum Beispiel statt dem Zombie das Herz genommen hätten, ne? Dann kommt da eine Frau vorbei, in die wir uns verlieben wahrscheinlich. Ja, Klassiker. Und dann laufen wir da hinterher. Und was passiert dann? Dann wird wahrscheinlich... Oh, es ist in echt... Oh mein Gott, der Bär hat seine Kumpels zurückgebracht. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja richtig witzig. Oh Gott, das hat ja gar nicht mal so gut hingehauen. Alright. Weil ich bin mir nicht sicher, weshalb bei diesem einen Level gerade vorhin, wo ich beide Sachen ausprobiert habe, beide Sachen falsch waren. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Wege in diesem Spiel irgendwie dran vorbeizukommen. Aber wir gucken mal. Ich gehe da mal wieder hin. Also, letztes Mal haben wir hier verloren. Und vielleicht können wir irgendwo was draufklicken oder so. Vielleicht kann man da irgendwie so einen Pilz auswählen oder so. Aber gibt es auch irgendwas anderes zum Auswählen? Weil die Tür war ja falsch. Und die Augen aber auch. Jetzt drücke ich auf die Augen drauf. Aber die Augen sind auch falsch. Schnell, gleich aus. Kann ich ihn fangen? Da, ich habe eine Treasure wieder bekommen. Im See war eine Treasure, aber es hat nicht funktioniert. Wie geht es da weiter? Das ist ja krass, das kenne ich gar nicht. Dass es manchmal sogar gar nicht richtig ist, wo man lang geht. Krass. Wir können ja vielleicht versuchen, auch andere Möglichkeiten auszuprobieren, was möglicherweise auch funktionieren kann. Beispielsweise, wie die Schaufel zu benutzen. Wir haben die Schaufel ja noch gar nicht benutzt, weil wenn man die Schaufel benutzt, kommt man aus einer ganz anderen Sache wieder raus. Und zwar in den Untergrund einfach. Und im Untergrund gibt es eine riesige, aber riesige Höhle. Und da müssen wir tatsächlich irgendwie rüberkommen. Das bedeutet also, vielleicht nehmen wir hier einfach das Seil. So ein gutes Seil ist doch eigentlich so ein Klassiker. Bitte geh da rüber. Oh nein, bitte! Oh mein Gott. Alter, ich habe jetzt gedacht, der fällt da wieder runter. Jetzt ist er da unterwegs. Oh mein Gott. Und er rennt tatsächlich gegen den Stein weg. Was soll ich denn jetzt machen? Entweder zur Seite oder runter. Zur Seite oder runter. Zur Seite! Halt ihn an, halt ihn an, halt ihn an! Oh nein.
nein! Oh, da ist noch ein Dings, eine Treasure. Das Ganze hat nicht so ganz hingehauen, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt werden wir wieder von unserem Stein tatsächlich wieder verfolgt. Und diesmal werden wir uns einfach hinlegen und einfach vom Stein sozusagen verrollt werden. Und was? Hey! Das Ergebnis ist genau dasselbe. Ich habe verstanden. Ich glaube, es ist gar nicht der richtige Weg. Dann lass uns hier wieder den Vogel nehmen und dann vielleicht gucken, dass wir eine andere Abzweigung finden können, wie wir vielleicht besser zum Schatz kommen können. Das bedeutet, der Bär, den haben wir schon geschlagen. Wir haben schon die Potion benutzt. Da kommen wir auch weiter. Aber was passiert, wenn wir den Baum hochklettern? Aha, da geht es auch weiter. Das heißt also, hier gibt es ebenfalls... Oh mein Gott, Alter, what? Der Baum... Okay, okay, okay. Der Bär ist gerade ganz schön schnell mitgekommen. Zur Seite nach unten oder nach oben? Wir gehen mal weiter nach oben. Eins nach oben. Oh ja, er ist ganz oben. Ballons. Wir balancieren oben drauf. Wir balancieren... Oh! Oh mein Gott. Da ist nochmal eine Trophäe. Da war gerade eine Trophäe. Alter, unser Bart wächst. Oh mein Gott, wie lange meditieren wir da drauf? Oh nein, bitte fall nicht um. Failed? Warum? Wir sind doch zu einem Urgestein geworden. Irgendwie sowas. Oh Mann. Da sind wir wieder an unserer Baumsituation. Also ich denke nicht, dass wir an die Spitze gehen müssen. Deswegen lieber zur Seite. Mal gucken, was da passiert. Wir werfen ein Seil auf diesen Tempel und rennen da gerade einfach drüber. Okay, okay, okay. Es sieht ganz nach Scheiße. Oh nein. Bitte, bitte. Musik. Einfach tanzen. Oh yeah. Aha. Yeah. Komm schon, bitte tanz einfach mit. Oh ja. Tanzen und Musik bringt die Menschen zusammen. Oh Gott. Oh ja, er kommt sogar zu uns auf Seil mit drauf. Okay, ich weiß nicht, ob ich das... Oh, oh wow. Okay, sie machen den Boogie zusammen. Oh Gott, wir kommen durch. Oh, schnell. Und reiß ab. Oh mein Gott, ist das assi. Oh, ist das assi. Das ist ja so böse. Okay, gut. Jetzt müssen wir da rein. Wahrscheinlich. Oder? Ist das ein Trick? Ist das ein Trick? Oder? Okay, wir gehen einfach rein. Wir haben wieder ein Artefakt gefunden, ne? Sehr nice. Woohoo! Let's go! Okay, wir springen rein. Leute, wir sind weit. Oh Gott. Lava? Das ist einfach Lava? Nein. Boah, das ist so gemein. Jetzt sind wir mit der Bärenjagd fertig und wir gehen einfach wieder runter. Reicht jetzt auch. Oh mein Gott. Alter! Woo! Okay. Ich glaube, das mit dem Runtergehen. Gut, also, das war vielleicht nicht die beste Art und Weise zu sterben. Oh Gott! Aber ich denke, der Baum ist der einzig richtige Weg. Der einzig richtige Weg, um weiterzukommen. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, okay, beim Tempel kommen wir ja nicht weiter. Also müssen wir ja hochgehen. Wir müssen hochgehen. Das heißt also, wir gehen hoch, das ist schon richtig, und haben dann hier die Möglichkeit, ganz weit hochzugehen. Dann jagt er uns. Statt oben jetzt sozusagen diesen stehenden Typen da zu machen, bis der sozusagen ganz alt ist, werden wir den Blitz auswählen. Vielleicht wird uns der Blitz an einen anderen Ort katapultieren, okay? So, das heißt also, der Blitz, den nehmen wir. Oh, und er wird zu Superman. Er wird zu Superman. Und wir nehmen ein Portal, okay? Richtung diesen Tempel. Oh yeah. Okay, let's go. Oh nein. Oh, 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 okay. Aber jetzt sind wir Superman. Und wir können die Tür einschlagen. Let's go! Aber es hat funktioniert. Boah, ist das gemein. Und statt jetzt tatsächlich was selber zu machen, nehmen wir einfach wieder ein Portal und gehen vorwärts Richtung Kiste. Da ist eine Biene einfach. Da war einfach gerade eine Biene. Und wir kommen jetzt bei sau vielen Bienensteckern raus. Da kann man wieder ein Artefakt mitnehmen. Das nehmen wir mit. Oh nein, bitte sag mir nicht, das ist der Tod. Oh Mann! So, dann nehmen wir wieder hier den Blitz, werden zu Superman. Und jetzt als nächste Auswahl nehmen wir nicht das Portal, sondern das Cape. Und fliegen einfach vorwärts, so weit wie wir können, bis in die Unendlichkeit. Oh, da gibt es wieder ein Artefakt. Ich habe es mitgenommen. Oh mein Gott, wir fliegen einfach zum Mond. Die einzige Option, die wir jetzt noch haben, ist seitwärts zu gehen. Und bei diesem Typen, der uns gerade eben angegriffen hat mit dem Messer, tatsächlich was anderes zu machen, außer zu tanzen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zur Seite und probieren es aus. Das ist das Einzige, was ich als Option eigentlich noch sehe. Der Typ kommt mit seinen Messern und jetzt ist unser Moment gekommen, wo wir einfach rennen. Aber schneidet der es da nicht durch? Und was passiert jetzt? Hä, wir sterben einfach. Eine andere Möglichkeit, die wir nehmen könnten, ist nochmal uns einzubuddeln. Beim Einbuddeln fehlt uns auch noch eine Möglichkeit, die wir noch nicht genommen haben. Und zwar am Anfang nehmen wir ja immer das Seil. Wir haben ja immer das Seil genommen, um rüberzukommen. Und das hat funktioniert. Jetzt aber springen wir. Was passiert, wenn wir springen? Eigentlich müssten wir einfach nur runterfallen. Aber er trainiert. Oh, okay. Auf einmal hat er Monsterbeine bekommen. Rennt damit jetzt sozusagen gegen den Stein. Okay, ich verstehe. Und was er macht, ist, dass er das Ding jetzt auffällt, weil er nämlich so Monsterbeine hat. Und er schafft es diesmal auch. Und er kann rüberspringen. Oh mein Gott, es geht doch weiter im Boden. Da sind wieder diese Gegner. Was machen wir da? Wir geben einfach auf. Bitte lass mich in Ruhe. Habe ich jetzt verloren?
Nee, die nehmen mich mit. Die nehmen mich mit. Es ist noch alles in Butter. Es ist noch alles in Butter, Leute. Die Butter ist noch in Ordnung. Also, ich würde irgendwas tun und zwar Angst bekommen und schreien wie ein Mädchen oder wie vielleicht auch nicht. Ich renne weg. Ich renne weg und habe Klamotten gefunden. Es wird Zeit für mich. Oh Gott, wie soll ich das jetzt machen? Ich glaube, ich nehme... Ich verkleide mich so wie die. Ich verkleide mich einfach so wie die. Bitte sag mir, dass es funktioniert. Es funktioniert. Aber der eine bemerkt's. Der eine bemerkt's. Der eine bemerkt es. Oh, nö. Sie haben mich verprügelt. Aber dadurch, dass wir jetzt durch den Untergrund gegangen sind, haben wir ein deutlich besseres Ergebnis bekommen. Und zwar, wir kommen inzwischen rein in den Tempel. Von oben kommen wir nicht rein, von der Seite kommen wir nicht rein. Wir können nicht als Superman reinkommen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir vielleicht sogar diese Beine nehmen und jetzt nochmal was anderes ausprobieren, und zwar statt den Stein zu bremsen, dass wir den Stein möglicherweise andersweitig dementsprechend bezwingen, indem wir uns ducken, dass ich vielleicht auch dadurch mit den Beinen etwas ändern kann, weil ich glaube schon, dass diese Beine an sich schon sehr wichtig sind. Wir springen da mit den Beinen jetzt durch, haben jetzt alles, was wir brauchen, und da kommt es. Da kommt der Stein. Und jetzt, statt zu bremsen, weil das würde jeder machen, das, was die im Spiel wollen, ist, dass man das macht, was man nicht machen sollte, und deswegen machen wir das jetzt einfach, okay? Oh mein Gott, hä? Jetzt ist alles anders. Hä, wer schläft da? Wer schläft da? Rennen oder kriechen? Oh, da ist erstmal ein Artefakt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal kriechen. Weil ich denke nicht, dass man rennen sollte, wenn da irgendein gigantisches Monster schläft. Sondern wir kriechen Richtung Licht. Ganz entspannt. Jetzt kommen wir hier raus. Sind an der Brücke. Und scheinen uns zu freuen. Oh mein Gott, aber wir werden angegriffen. Wird Zeit zu rennen! Renn einfach! Okay, renn, 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 schneller, renn, schneller, renn, schneller, renn, schneller, renn, schneller! Bitte nicht! Oh mein Gott, dem seine Beine brennen einfach schon. Oh mein Gott, er brennt sich durch den Boden durch. Er brennt sich durch den Boden durch. Er ist sicher. Er ist sicher gestorben. Hier sind wir wieder. Und wir sollten nicht rennen. Wir sollten nicht rennen. Sondern wir machen das, was wir nicht tun sollten. Einfach schleichen. Ganz langsam schleichen. Einfach schleichen und ausweichen und schleichen. Und geschafft. Oder vielleicht nicht. Oh Mann. Oh, oh Gott. Oh Gott, da muss ich jetzt schnell agieren. Was macht man? Okay, wir singen denen ein Lied vor. Oh, was für eine schöne Stimme. Kleines Artefakt, kacke Artefakt. Es ist ein Artefakt. Wir gehen damit weiter. Wir kommen an den Schlangen vorbei. Artefakt. Nice. Oh Gott, ist es jetzt der rote oder der blaue Hebel? Nein, es geht auf. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Das ist der Schatz, das ist das Ende. Augen, Nase oder Mund? Professor Nase, Dr. Auge oder Mr. Mund? Oh mein Gott, er hat es zerbrochen. Ich kann den Schatz nehmen. Ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh mein Gott, da kommen diese ganzen Typen. Oh nein. Entschuldigung. Oh nein, jetzt sind alle gestorben. Aber wir haben den Schatz bekommen. Und wir haben tatsächlich das ganze Ding fertig gespielt. Ich glaube, man kann in diesem Spiel nur failen. Falls ihr es selber spielen wollt, Leute, das Spiel ist unten verlinkt. Ihr wisst Bescheid. Falls ihr eine andere Möglichkeit findet, dieses Spiel zu gewinnen, gebt mir gerne Bescheid. Aber ich habe den Schatz bekommen. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann schaut auf jeden Fall auch unter shop.arrowsword.de vorbei. Dort gibt es den wunderbaren Turm zu kaufen. Deswegen, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel tatsächlich auch geschafft habt und welche Plüschboxen ihr zu Hause habt. Das würde mich sehr freuen, das mal mitzubekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.